Ich grüße euch. Auflösung der Angst vor Krabbeltieren. Annette hier. Nicht ganz uneigennützig, nicht ganz. Haha, der war gut. So, wir gucken uns das an. Das ist so, als wenn in dem Körper derjenigen, die Angst davor haben, wie Stromstöße sind. Und die jagen durch den ganzen Körper. Und diese Persönlichkeit, multidimensional, die ist ganz klein, wie ein Kind. Also die fühlt sich den Krabbeltieren komplett unterlegen und ausgeliefert und ist wie paralysiert in dem Moment, wenn es die kleinen Krabbeltiere sieht. Fehlende Erdung, fehlende Anbindung zu Gott. Fehlende Anbindung dadurch zu sich selbst. Völlig gestörter Blickwinkel aufs Leben, auf die Welt. Und da ziehen wir alles mal raus aus dem kleinen Knopf. Falsche Brillen auf. Das ganze Kind ist eh eine Matschepampe außen. Schmutzig und dreckig. Und das hat nichts wirklich mit den Krabbeltieren zu tun. Das ist irgendwas im Inneren. Läuft es eiskalt den Rücken runter? Kommt mir gerade die Information, früheres Leben, im Dreck gelebt, zum Beispiel im Knast, dann überall Krabbeltiere gewesen. Die Hygiene von damals war ja alles andere als oberirdisch, unterirdisch minus 2 Millionen. Und wenn du da liegst und angekettet bist, und die Viecher anfangen, dich anzuknabbern oder über dich rüberzulaufen. Und du kannst dich ja nicht bewegen oder wehren, weil deine Arme alles angekettet ist. Ist da die Information, wenn ich das sehe, passiert mir dasselbe wie damals. Past Life Memories Video. Okay, interessant. Interessant. Und eben dieses Synonym Dreck, Schmutz in seinem eigenen Pipi. Und Kaka da in diesem Knast da zu liegen, Synonym Tiere gleich Dreck, Schmutz, Krankheit. So alles, was da demjenigen die Show stiehlt. Alle Lügen, Märchen, Erfindungen, Separationen, Projektionen und Schlussfolgerungen da drauf, da drunter, davor, dahinter, daneben. Und dahinter 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 und dahinter. Boah. Und dahinter, boah. Und dahinter und dahinter und dahinter und dahinter und dahinter. Und dahinter und dahinter, übel. Und dahinter und dahinter und dahinter und dahinter. No, weiter nichts. Alles, was das ist, zerstören, löschen, unkrieren, eliminieren, entmachten, kündigen, aufstellen, abannulieren wir durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiversen und Zeitzonen. Halleluja. Thank you.
Der Körper wird mir jetzt angezeigt, dass überall so wie Wunden sind, klaffende Wunden, rausgefressene Wunden von irgendwelchen Tieren und Co. oder durch Krankheiten. Und diese Wunden, die reinige ich jetzt erstmal aus der Aura. Ziehe ganz viel Giftstoffe durch Bisse und Co. aus dem Körper raus. Es ist ein bisschen taub alles. Und schmier aber gleich meinen grünen Glibber drauf. Da liegt auch, kommt auch das Wort Krätze, ist ja auch mit Tieren, Krabbeltieren, bla bla bla. Und ich sehe die Haut so, boah. Kratze das alles ab. Und alles in Lavasee. So, jetzt wasche ich euch ab in ein Heilwassergedöns. Wunderschönes Blau. Kommt aus dem Hals ganz viel Krabbeltiere raus. Aus den Ohren. Jetzt wird das System energetisch wieder neu aufgebaut, neu konfiguriert. Halleluja. Sogar der Kanal hier oben wird aufgebaut. Mit Kristallen. Kristalline Struktur wird jetzt eingebracht in euren Körper. Ganz viele kleine Tiere krabbeln noch aus euch raus. Auch aus puncto, ach du Scheiße, lebendig begraben worden zu sein und dann fangen die Tiere ja auch an, dich aufzufressen. Oh mein Gott. Ah, mein Albtraum schlechthin. Jetzt weiß ich warum. Ach du grüne Neune, ist mir gerade schlecht. Halleluja. Wann man so alles rauskriegt, Leute, ne? Voll schwindelig gerade. Anbindung an alle Kanäle, die zu euch gehören. Ihr baumelt jetzt wieder in eurer Realität. So alles, was jetzt noch gelöscht werden soll, durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiversen und Zeitzonen. Jetzt wird es weich,
Fluffig, rein, weiß, Frieden. Alles, was noch in den Zellen ist, wird jetzt durch die richtige Information ersetzt. Warte mal, richtig und falsch ist, ne? Wozu ihr mauert? Das ist so, als wenn ihr in dem Drama verhaftet seid, wo ihr den Krabbeltierchen ausgeliefert seid und ihr geht jetzt praktisch einen Riesenschritt nach hinten raus aus dieser Drama-Bubble, die fällt in sich zusammen und sofort kommt der Lavasee und saugt alles in sich hinein, wo nur irgendwo ein Spritzer sein könnte von dieser Drama-Bubble. Ihr dreht euch um und geht raus aus dem Raum mit dem Lavasee. Lasst also die Vergangenheit und eure Informationen, Past Life Memories, komplett zurück. Seid jetzt so in so einer Quarantänestation von einem Raum zum nächsten. Die Tür hinter euch ist zu. Ihr werdet abgesaugt, nochmal komplett bereinigt. Die Tür vor euch öffnet euch und ihr geht rein in ein neues, unbeschwertet freies Leben. Die Tür hinter euch geht zu und sofort wird der ganze Raum geflutet mit Lava, damit nichts mehr davon übrig bleibt von eurem Drama. Ihr seid jetzt in eurer weißen Heilbubble, zufrieden, die Daumen im Mund nuckelt, mein göttliches Valium in euch hinein. Ach, seid so dankbar und glücklich. Me too. Der ganze Raum hier vorne öffnet sich jetzt, weil ihr wieder das Leben zulassen könnt und euch nicht mehr vor dem Tod schützen müsst. So ist frei. Bedanke mich, knuddel euch, buddel euch, war wieder ein Fest. Ich freue mich über ein Abo weiter, ein Like, einen Kommentar. Teilt mein Video, fühlt euch umarmt. Ihr wundervollen Gottesmenschen, macht's gut.